Oh oh. Das wird knapp. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber jetzt können wir hier lang. Das ist jetzt ein neues Gebiet. Also immer mal was Neues hier gefunden. Blop, 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 blop. Aber das ist eine echt lange Mission. Muss ich sagen. Das ist bisher die längste Mission. Was steht da? Raven Suit. Da kommt doch bestimmt rein. Bam. Ja. Kommen wir. Ein Schatz. Ah, der ist für die Stadt, die wir haben. Da fehlt dann noch der Zug. Alright. Wir sollen irgendwo da in die Richtung lang. Hm? Da hoch. Warum? Ah, das ist ein Schlüssel. Kann man ein Spiel spielen? Robo. Dog. Genau. Und wer ist hier nicht? Doch, da oben ist was, glaube ich. Na, das bin ich gesehen. Stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Hier, da oben ist noch was. Komme ich da noch hin? Oh, richtig close, du. Richtig close. Aber hier ist locked. Na gut, wir haben jetzt aber trotzdem Schlüssel, womit wir auf jeden Fall schon mal weiter können. Und die haben wir. Amogus ist jetzt ein Verdächtiger. Oh mein Gott! Nein, Amogus wäre es doch. Nein, er würde es auch niemals tun. Nein, oder? Ich meine, er ist genau da in dem Moment vor Ort gewesen. Also. Ich würde ihn jetzt nicht ausgrenzen. Ja, okay, hier drin ist jetzt auch nichts. Na gut. Kann ich abkürzen, wenn ich hier. Okay, was soll's? Machen wir es einfach so. Geht schneller. Rec Room. Das hätte man vorher machen sollen, ne? Ah! Und jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Okay, bis gleich, Leute. Das erspare ich euch. Ah, jetzt sehe ich's. Da oben. Hier, hier ist so eine Eisplattform. Wahrscheinlich. Ja. Okay, keine Ahnung, was die bringt, was die macht, was die tut. Aber wir werden es noch herausfinden, denke ich. So, und. Genau, da kamen wir nicht rein. Aber. Jetzt können wir hier eine Tür öffnen. Ganz oben, genau, das war hier ganz oben. Okay. Ich hoffe, da ist maybe das Ende. Das ist einfach schon echt lang. Und ich will natürlich das Gefühl haben, Fortschritte zu machen. Weil der Schalter schon die ganze Zeit hier. Egal. Egal. Was soll's? Noch ein Schalter. Oh oh. Ah! Das ist natürlich sehr gut. Okay. Jetzt, wo wir Zugriff dorthin haben, will ich trotzdem mal kurz schauen, was hier. Bin ich. Ah. Was hier diese Plattform bewirkt. Abkürzung. Nevermind. Wow. Du. Oh nein. 30 Eulenminuten übrig. Nein! Die Hälfte! Du musst uns beeilen! Hier sind sehr viele von euch Eulen. Nö, hast du nicht gesehen? Stimmt nicht. Oh Gott. Was tun wir nun? Der Bildschirm?
Ne, die Richtung. Okay. Boiler Room. Dann lachen sie wieder alle. Oh. Ja, er ist definitiv am Beulen. Das ist ein least favorite body part. Ha! Machen sich über unsere Antworten lustig hier. Das ist aber nicht so nett. Noch ein Schlüssel. Boing! Eigentlich müssten wir in der Luft schon wieder geschmolzen sein, aber hier doch nicht. Wow. Ich hoffe wirklich, dass das hier kein echter Zeitdruck ist, sondern halt so ein... Ja, nur so ein Fortschritt zeigen soll. Wie weit wir jetzt sind. Das hier ist eine Abkürzung? Ja, ist eine Abkürzung, wie es scheint. Right? Ja, right. Wir müssen jetzt hier hoch zur Lounge. Zur Loungy Lounge. Da ist noch eins. Die Express-Eulen. Zwei Characters fehlen uns noch. Ich weiß aber wirklich nicht, wer die beiden sind. Wer die beiden sein könnten. Wo die beiden sein können, besser gesagt. Das ist das Wichtige. Wieso denn? Nerv nicht. Hier ist sowieso nur ein Herz. Wow. What? Ich check grad gar nichts. Hau mal ab hier. Danke. Kiste! Ein Token! Ich schätze, das ist gut. I guess. Da drüben ist eine Tür. Hier aber auch. Gehen wir erstmal zu der Tür. Weil die interessiert mich gerade. Die Sauna. In der Sauna. Ach, die sind. Oh. Okay. Ich meine, ja, es sind Eulen, aber die anderen waren doch auch Eulen, die genauso aussahen. Ich dachte, es geht nur um diese Krähen-Dinger. Nee, scheinbar nicht. Don't fly, don't run. Okay. Schlüssel is ours. Fast vorbei. Ei, ei, ei. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig close. Gleich werden wir erfahren, wer hier am sassesten war. Boah, den Long Jump geschafft. Komm runter. Danke. Muss noch nicht mit dem Schlüssel in der Hand kämpfen, trotzdem kann man's. Keep out. Das vorletzte. Ich bin mir sicher, wir haben irgendwas verpasst. Das Opfer. Ah, der hat sich selbst getötet oder was? Ich glaube, hier sollten wir fertig sein eigentlich. Irgendwas haben wir verpasst. Oder? Ist egal. Zeit ist um. Selbst wir haben was verpasst, aber Zeit ist um. Ich denke, wir haben schon den Verdächtigen. So, who done it? We don't know. We couldn't find any conclusive evidence. We have no idea who murdered this owl. What? So you've done pickle to solve the case. Who's the murderer? Which one of you did it? Wer ist der Mörder? Ist es dieser Trottel? Sind es die hier, schützen und dienen um jeden Preis? Wir haben unsere Augen überall und gesehen haben wir nichts. Was schaust du mich so an, Grünschnabel? Weiß nicht, wer die sind? Oder
Tote können nicht schuldig sein. Ups, Haben wir nicht gesagt, wenn wir tot sind, muten wir uns? Wieso redest du dann? Dieser Trottel könnte der Mörder sein. Ich call ihn Sus. The victim did it. Wait, does that make it a suicide? It seems you've seen through my charade. Er war's wirklich. It was my turn to clean the Owl Express, and I just decided to, fake my death with this rubber knife. Rubber knife. Wisst ihr, was lustig gewesen wäre? Wenn jede Antwort richtig wäre. So, die Story ändert sich immer genau so, dass diese Person, die du ausgewählt hast, der Mörder war. Das wäre lustig gewesen. But all this trouble isn't worth it. I'll just start cleaning up now. Well, thanks for solving the murder, lassie. Not only did you reveal the murderer, you also revealed that the victim was never harmed. Nice! And you gave us intense footage for the movie. What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh, think again. That was all just a setup for my newest Owl Express movie. Murder on the Owl Express. Oh, you think DJ Picnic will make a movie that's even remotely as good? Ha! I think not. Here, take this thingamajig and get out of here. Nice! Wow, 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 wow. Und damit haben wir gewonnen! Der Verdächtige war er selbst. Das war mein Among Us-Film. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Schaffner als der gefährliche Zugführer, ein Mädchen als Detektiv nutzlos, Krähen als Core-Agenten, Eulen als Eulen. Aha. Aha. Ah. 660 Punkte! Swing! Yeah! Für den Schaffner! Dann müssen wir dann beim nächsten Mal mehr Punkte rausholen. Für den anderen. Also je nachdem, wie ich das schneide beim nächsten Mal. Ups, den Hut will ich natürlich wieder ändern. Aber für den Fall, dass wir... Oh, warte mal. Das können wir machen. Ne? Yes! Du hast einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Und dafür schalten wir hier was Neues frei. Minizug und Vögel? Das sieht aus wie eine kleine Version vom Zug, den die Vögel nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Sind da kleine Vögel drin? Machen sie kleine Filme? Ich habe keine Zeit, um mich mit der kleinen Vogelgesellschaft zu beschäftigen. Na gut. Aber hey. Das haben wir doch auch schon gesehen. Höh, Tatsache! Hier ist ein Secret! Hätte nicht erwartet, dass es geht. In, out? Ah! Oh, du bist nur kleines Baby-Alien. Du bist zurückgekehrt. Ich kann in Alien-UFO bleiben, nicht? Kann ich mir private Briefe ansehen? Landet wie Aliens denken? Bitte! Das sind zu viele Briefe von weit entfernten Orten! Wenn Mafia Briefe liest, ist es fast so, als wäre Mafia da! Wieso kann ich währenddessen... Na egal. Hier, komm und lies Briefe mit Mafia! Zusammen können wir uns vorstellen, an weit entfernten Orten zu sein! Aufgabenpack. Monkey Ball! Wieso ist hier Monkey Ball? Aber ist es echt? Sieht nicht echt aus. Community Marathon. Präsentierte. Oh Gott. Einige Mods, die ich mir dann wahrscheinlich am Ende des Displays mal anschauen werde. Okay, bei ihm ist halt so Daily Challenges, glaube ich.
Na gut, die brauche ich jetzt aber nicht. Habe ich jetzt nicht nötig. Weil aber einige, das sind alles Mods. Ich stelle mir das so vor, ein Briefumschlag ist so eine. Also, ja, so ein Workshop-Objekt. Was ist da oben? Ein Ball. Rein mit dir! Nein! Soll's da rein? Und dann mache ich den! Yeah! Okay, die Folge ist zu kurz. Wir machen ein weiteres Level. Ja. Und zwar kommt jetzt nämlich ein Time Rift und vielleicht finden wir das sogar und können es somit auch direkt machen. Ja, wir kommen dem Finale immer näher. Hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Aber gut. Hier sehen wir, wo es ist. Ah, ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Okay, aber wir machen erstmal das nächste Level. Vielleicht ist es gar nicht mal so lang. Akt 3. Perfektes Bild. Say cheese. Sag mal Käse. Okay, wir müssen wohl überall die Bilder sammeln und ihm wiederbringen. Das ist meine Vermutung. Yeah! Welcome to the first day of shooting, darling. We need to transform you into the biggest movie star the bird world has ever seen. You need to become a diva. Musst du Diva werden? That's why I've called for a press conference here on our moonset. You need to get out there in front of the cameras and electrify the public, darling. Get them really up and going for your movies. Ich muss Diva werden. Nerf Once this. Once you got them going crazy, come back here and we'll show off our new prop. That's right. We'll unveil our new movie prop to the masses. Nice. Okay, ich brauche einen Fanclub für mich selber. Mhm. Das sind meine ersten Fans. Oh, die allerersten. Sie waren schon von Anfang an dabei. Hey, du auch? Dieses Bild. Okay, also direkt wird man... also man kriegt anscheinend hier Fans, indem man einfach nur in sie reinrennt. Oho, okay. Was geht denn jetzt ab? All you penguins out there know my name. DJ Grooves. And I'm telling you, this young girl here is the next hot thing. Guaranteed. Danke. Just look as she'll climb up this statue and rescue the poor puppy that has gotten stuck. Right, darling? Dieses hyperrealistische, echte Bild von einfach einem Chihuahua. Oh, das ist super. Das gefällt mir. Nein! She helped the puppy down safe and sound. Too bad it ran off and definitely didn't break into multiple pieces. This is truly a diva I can get behind. Let it be known that this little girl is all about animals. Klar doch, immer. Make sure you join her fan club. DJ Grooves out. Alle meinem Fanclub beitreten, ganz wichtig. Der arme Hund ist wirklich weg. Oh nein. Aber hier ist ein Alien. Hey, hey Alien! Bam! Getötet. Und dieser ist meine Fans alle. Alle miteinander. Klack, 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 klack. Okay, wer will noch mit mir? Wer will noch mein Fan werden? Werde mein Fan! Werde mein Fan! Okay, vielleicht müssen wir es anders angehen. Vielleicht bringt das an die Ranrennen nichts mehr. Vielleicht müssen wir irgendwen finden mit Influence. Ja, cooles Bild. Genau, Leute mit... Aua. Leute mit Fotokameras. Die sind auf jeden Fall die, die wir betrachten wollen, weil die können uns ein paar Fans geben. Okay. Now, darling, I have to mention this. Cooking show hosts have a terrible track record of getting angry and swearing on screen. Try not to use the P word, okay? Okay. Don't say P-E-C-K. P-E-C-K? Peck? Huh? The conductor is
old-fashioned. He throws that word around a lot. It'll get him in trouble someday. Until then, let's keep our show clean. Hello, viewers! Even the biggest celebrities have to eat. And I've got with me the biggest celebrity of them all! Now tell us, darling, what kind of condiments do you like on your tuna sandwiches? Ich kann auch einfach jetzt fluchen. Ranch Dressing, Ketchup, Mayo. I mean, fellow viewers, look at the mouth on this young girl. She's really something. Get out of this endorsement as soon as you can before the old porns watching TV notice what just happened. Okay, sorry, ich mochte keine davon. Und da oben können wir nochmal was erreichen. Yeah! Mann, die blöden UFOs greifen uns an. Bam. Warum fahren hier oben auf dem Dach eigentlich Autos? Was ist das für eine verkehrte Welt? Oha, der! Ja, du bist Fan, danke! Bams, rumzi dumzi. Man muss sie schnell erreichen, alle. Noch mehr Fans, wir haben schon 26.000 Follower hier. Nice. Das ist eine schöne Anzahl. Da oben chillt jemand. Lassen wir ihn. Okay. Hello? Ich bin eine Max Diva! The audience is going crazy, darling! Come over here and show up our new stunner. Our new prop! Hab ich schon geschafft? Ja, tatsächlich, ich hab's schon geschafft. Das war ja mega einfach. Ich hab mich noch gar nicht wirklich komplett umgeschaut. Bestimmt kann man noch immer noch mehr Fans machen. The moon is pretty alright, kid. It feels great finally being here after all these years. But that darn Steve from work sent me a postcard from the sun. He says it's great. I can't believe that guy. Always trying to one-up me. Tja, dann musst du ihn one-uppen nächstes Mal. Verstanden. Gibt es sonst keine Bilder, die man machen kann? Doch. Dieses Bild. Ich will mich noch ein bisschen umschauen. Ein paar mehr Leute erreichen und schauen, was das Level noch so zu bieten hätte. Ja, auf jeden Fall. All you penguins out there know my name, DJ Grooves. And I'm telling you, this young girl here is the next hot thing, guaranteed. Okay, das ist gleich, was er schon gesagt hat. Smart this diva is. She's standing in this sinister alleyway, right next to some potential wrongdoers. Danger is her middle name, and she's not afraid to step outside of her comfort zone. Make sure you join her fan club, DJ Grooves. Out. Richtig, join meinem Fanclub. Ganz wichtig, Freunde! Ihr wollt doch nicht verpassen, wie ich die nächste große Single mache. Jetzt Diva! So, das nächste Bild. Da hinten ist noch ein Bild, das wir uns schnappen können. Ich versuche mal alle Bilder zu bekommen. Das ist mein Ziel hier. Plus! Hier ist ein Garn! Klack! Das Garn ist natürlich immer gut, immer wichtig. Was geht denn jetzt hier ab? Nein! Aua, das ging total daneben. Na gut, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles hier gefunden. Wenn nicht, gehen wir hier mal zurück, aber fürs Erste ist genug. Wow, bis zum nächsten Mal. Yeah! Perfektes Bild. Regie DJ Grooves. Mit DJ Grooves als der stylische Mentor. Kleines Mädchen als mysteriöse Diva. Mondpinguine als hungrige Fanbase. Die Hungry Sims. Yay, Wertungen. Oh. Oh, hat er weniger als der Schaffner. Wie das wohl enden wird. Und eine neue Tür steht uns nun auch bereit.
Bin ich schon mal gespannt.